das ist natürlich gemein, ne? Ich kann ihn nicht aufheben. Wenn ich gegenlaufe, kriege ich Schaden von der Spinne und von den Scheißdingern. Na, wie toll. Haust du jetzt ab? Boah, alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Boah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Test Ezreal. So wie versprochen, neues Texture Pack. Und zwar ist das hier das Texture Pack Doku Craft zu finden auf der Mein Test Seite. Eigentlich nicht wirklich, weil ich habe alles vom Scratch von der Hauptseite von Doku Craft neu gemacht. Und ja, mir gefällt es vor allen Dingen wegen der ganzen vielen Ezreal Texturen hier. Muss ich da ja ein bisschen was machen und anpassen. Ja, mir gefällt es, wie gesagt, und damit spielen wir dann in Zukunft. Und wir waren stehen geblieben. Ich muss kurz überlegen, wir hatten noch gar nichts erreicht, ne? Außer hier ein bisschen Shit wegkloppen, hatten wir noch nichts geschafft. Und hier nehmen wir das Eisen noch raus. Darunter ist noch Kohle, die nehmen wir auch noch mit. Und dann müssen wir mal überlegen. Ich höre was trapsen. Dann müssten wir uns langsam mal überlegen. Habe ich schon wieder keine Rüstung? Nein, ich habe auch noch keine. Sehr schön. Vielleicht sollte ich mir mal eine Rüstung bauen. Und zwar, wir brauchen ein bisschen Holz. Dann nehmen wir doch mal. Ja, das müsste reichen. 16. Ne, wir brauchen mehr. So. Und zwar machen wir uns zuerst mal einen schicken Brustpanzer. Weil der gibt auf Anhieb die meiste. Den meisten Schutz, wenn ich das. Okay, das war das. Ich glaube, das reicht nicht. Dafür die Hose brauche ich schon 7. Wir brauchen noch mehr. So, was brauchen wir noch? Wir haben ein Schüchen, wir haben Hose, wir Leibchen, eine Hose, eine Schuhe und dann fehlt uns noch eine schicke Mütze, richtig? Jo. So, schicke Mütze. Ein Schild brauchen wir auch noch. Ja. Nein. Mütze. Mütze war so. Ja. Ach, und das Schild war genau. Ich weiß es schon. Klappt das eigentlich? Zack, zack. So. Nochmal. So. Du weg. Genau 7. Wunderbar. So, ist ja egal. Ja, ein paar Texturen bin ich natürlich noch nicht mit fertig. Müsste ich dann entsprechend noch anpassen. Passiert aber demnächst. Aber so im Großen und Ganzen sieht schon ganz hübsch aus. Und ich höre ständig was trappeln. Ich habe ständig Angst, dass ich mich auf die Mütze kriege. Soll es jetzt aber nicht stören. So. Das könnten wir mal ausmachen hier. So. Ich denke mal, wir buddeln uns hier erstmal ein bisschen frei, dass wir was sehen können. Ein bisschen. Dann fangen wir mal an, ein bisschen mit Häuschen bauen und weiß der Teufel was. Eisen haben wir genug, ja? Ach, so ein Schaf, na gut. Dann sollten wir uns mal möglichst fixen Ofen bauen. Mann, hab ich ein Glück, das ist ja der Wahnsinn. Da hinten ist auch noch Eisen und hier sind zwei Schafe. Ich hoffe mal. Wir können uns ein bisschen Wolle machen. Oh, Entschuldigung, war keine Absicht. Okay, war doch Absicht. War gelogen. Ach, ich kann ja einfach rüberlaufen. Hier ist Kaffee. Den nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Und es wird langsam düster. Und ich denke mal, wir müssten uns dann mal beeilen, dass wir einen Unterruf kriegen, weil. Sonst könnte es doch noch passieren, dass wir euch auf den Mutz kriegen.
Vorschlag. Man könnte. Kann ich das Eisen mit der. Kann ich das Zeugs hier mit der Steinpik abbauen? Nein, kann ich nicht. Schade. Dann brauche ich wohl Eisen, aber wir haben ja eigentlich genug. So. Aber ich finde es schon schön hier. Also gibt's nichts. Ich muss mich. Entschuldigung, ich war eben ganz still. Ich muss mich halt mal ein bisschen umgucken. Und wir könnten ja das hier alles wegbauen. Wäre mir schon ganz lieb. Ich habe natürlich so ein bisschen Angst, dass wir welche auf Socken kriegen. Wir haben zwei Wolle. Toll, fehlt genau ein Block Wolle. Steinchen haben wir denn? 23. Wir machen auf jeden Fall erstmal einen Ofen. Und die Rüstung sollte ich vielleicht auch mal anziehen. Dann macht sie vielleicht auch Sinn. So. Ach, Mann. So, Hose, Schuhe. Tralala und ein Schild. Was natürlich jetzt wahrscheinlich erbärmlich aussieht, weil es noch nicht angepasst ist. Ich gucke mal. Ja, sieht ein bisschen mickrig aus. Okay, der Rest geht aber schon. Die Vorschau von der Rüstung gefällt mir auch noch nicht so. Die sieht halt auch noch grütze aus. Das werde ich auch noch mal ein bisschen dran arbeiten müssen. Macht aber nichts. Später. So, was noch ganz gut wäre, wäre eine Schippe, ne? Ja, ach so, das habe ich auch noch vergessen. Ich habe jetzt Ambience mit reingenommen, also Umgebungsgeräusche. Allerdings nicht riesen aufgeblähten mit Musik und so, sondern eine leichte Version von 10 plus 1. Link packe ich in die Videobeschreibung. Weniger Serverlast und vor allem keine Musik, wo ich dann wieder Stress habe mit YouTube, weil dann irgendwelche Arschlöcher meinen, sie müssten mit meinen Videos Geld verdienen und so. Also das hier ist wunderbar eigentlich so im Großen und Ganzen. So, jetzt mache ich erstmal trotzdem nur eine Steinschippe, weil, ja, weil ist halt so. Ich will jetzt hier nicht stundenlang rumkraften. Ich möchte ganz gern sehen, was hier um mich rum passiert. Weil, wie gesagt, ein bisschen habe ich Angst, dass ich hier ganz unvermittelt gleich auf die Mütze kriege. Das bauen wir erstmal ab und dann bauen wir hier unser Haus hin. Und wenn wir, ich würde sagen, boah, die beiden wären natürlich im Wege. Das gibt Holz ohne Ende. Aber wir machen das trotzdem mal. Auf jeden Fall machen wir das hier erstmal alles eben. Und ja, tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen langweilig sein sollte. Aber es muss ja auch sein. Ich brauche ja ein bisschen Platz. Kann ich den jetzt aufnehmen? Das ist natürlich gemein, ne? Ich kann den nicht aufheben. Wenn ich gegenlaufe, kriege ich Schaden von der Spinne und von den Scheißdingern. Na, wie toll. Haust du jetzt ab? Oh, alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Oh. Oh, altes Missy. Mein Herz. Oh Mann, 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 Mann. Ich hab's gewusst, ne? Und immer dann, wenn ich nicht drauf achte, kommt was. Und man hört diese Viecher irgendwie nicht. Plopp. Ja, okay, dann müssen wir also Bescheid. Wir brauchen dringend Eisenwerkzeug. Damit wir die Spikes abbauen können hier. Die Kristalle. Oh, mein Herz. Meine Pumpe geht gerade 1 zu 1000. Ich habe mich sowas von dem blöden Vieh erschrocken. Ja, super. Steinwerkzeug hält ewig. Ganz, ganz großes Kino. Was ist da denn? Wir machen mal Folgendes. Ich habe keine Lust, schon wieder welche auf Socken zu kriegen, weil ich nicht aufpasse. So, hier oben dürfte ich mal einigermaßen safe sein. Das ist überhaupt eine gute Idee. Wir können. Hier erstmal eine Fackel hinstellen. Können wir das? Ja, können wir. So.
machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. So, das wird unsere provisorische Unterkunft. Noch einen, ne? Jo. So, ich würde sagen. So, das wird unsere provisorische Unterkunft, bis wir. Jetzt sammle ich bestimmt runter an dem Schaden. Aber jetzt funktioniert wenigstens die Rüstungsanzeige, ist ja auch in Ordnung. Dann stellen wir hier auch noch eine Fackel drauf. Nicht, dass mal irgendein Dirtmonster meint, hier spawnen zu müssen. Entschuldigung, schon wieder husten. Ich würde sagen, wie spät haben wir es in Mitternacht? Okay. Nein, ich höre nichts. Gut. Wir machen uns erstmal Leitern, dann krabbeln wir wieder nach unten. Hier können wir auch den Ofen hinstellen schon mal. Das ist gut. Dahin, zack. So, und wenn wir ein Bettchen haben, machen wir auch ein Bettchen. Ich verbrenne mal das ganze Laub. Ich hoffe, das geht. Erstmal was futtern. Und ja, ich bin Stressesser, gebe ich zu. Aber man sieht es mir nicht an, das ist das Gute. Dann wollte ich ein Kotten, super, das Eisen einschmelzen. Dann können wir uns nämlich direkt einen Eimer machen, Felder anlegen und vernünftige Waffe hätte ich gern und einen Eimer auf jeden Fall, wie gesagt. 8 Birkensetzlinge, 5 Akaziensetzlinge, das Gras können wir auch noch verbrennen, das hier hoffentlich auch. Kaffeebohnen, weiß ich nicht, kriegt man was aus Kaffeebohnen? Also, auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal einen Eimer. Zack, zack, zack. So, Eimerchen. So, dann bräuchten wir auch noch eine Kiste, fällt mir gerade ein, wo wir ganze Scheiß drin sammeln können. Hat zu viel gemacht, ist nicht schlimm. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir schon mal eine Kiste. Die stellen wir, keine Ahnung, hier hin. So, alles rein, würde ich sagen. Alles, was wir gerade mal nicht brauchen. Und da rennt schon wieder eine Spinne rum. Aber die kriegt welche voll Schnauze, jetzt weiß ich ja, wo sie ist. Alles rein, alles rein, alles rein. Ja, Futter behalten wir bei uns. Den Eimer natürlich auch. Das Brot brauchen wir gerade nicht. Das Holz lassen wir auch bei uns. Und wir machen jetzt Leitern. Ja, sehen schon geil aus, die Spinnen, gibt's nix. Wir müssen dann hier mal dringend ein bisschen ausleuchten, dass hier nicht andauernd die Spinnen rumrennen. Wir machen mal, ich denke mal, das reicht. Und es wird sowieso Tag. So, erstmal 2 Stück, ganz schön geizig. So, dann gibt man ein paar her. So. So. Damit hätten wir dann auch schon mal genug Leitern. Auf jeden Fall. Sollte reichen bis unten hin, ne? Ja, ich denke, so hoch habe ich gar nicht gebaut. Zack, zack, zack. Weiter kommen wir noch nicht. Gut, dann runter bitte. Runter. Hallo, runter. Warum kann ich jetzt nicht runtergehen? Weiß keiner so genau. Runter bitte. Danke, geht doch. Keine Ahnung, was das eben war. Wahrscheinlich bin ich zu blöd, um das Loch zu treffen. Ich muss noch mal ganz kurz hoch. Kleiner Herzenswunsch von mir. So.
Ach so, da liegt ja noch Eisen drin. Wir haben bloß kein Brennmaterial mehr. Ja, dann schmeißen wir das Gras hier rein. Wo ist die blöde Spinne hin? Da unten ist sie. Ja, okay, das wird auch nicht reichen. Das hier rein, ich mache es ja eigentlich nur, damit ich loswerde. So, und dann opfern wir noch ein Stück Kohle. Das war jetzt ganz toll. Du hast das Gras ja nicht reingelegt. Los. So. Alles her. Alles meins. So. Und dann mache ich mir ein gescheites Eisenschwert. Das ist ja schon was. So. Und du kannst den Müll. So. Und jetzt runter, Spinne töten. Und dann bauen wir weiter. Hoffe ich. Oh, die Spinne tötet mich, was weiß ich. Wo ist sie? Die war doch hier eben noch. Spinni. Spinni. Ich höre was trappeln. Das ist aber garantiert nicht die Spinne. Das ist ein Schaf. Wunderbar. Komm her. Die Spinne ist irgendwie weg. So. Plupp. So, jetzt haben wir genug Wolle. Jetzt können wir die Nacht überspringen. Dann kommen wir hier auch ein bisschen besser vorwärts. Das Eisen hole ich mir noch. Ne, wenn es denn hier schon mal offen rumliegt. Ach, super. Oh, das ist ja ein Traum. So, das müssen wir dann irgendwann mal mit Erde oder Kies oder sowas auffüllen. Ich möchte zu gern wissen, wo die blöde Spinne hin ist. Bei meinem Glück überrascht sie mich wieder. Ja, wie machen wir das hier am dümmsten? Wie gesagt, die Erde hier ab. Da ist er. Ah, und die spawnt. Sehr schön. Ja, wie weit bauen wir denn ab? Ich würde sagen, ungefähr bis... Habe ich keine Schippe mehr, ne? Hm. 4 Eisen. Ah, toll. Wisst ihr was? Was soll der Geiz? Das Zeug muss benutzt werden. Und deswegen würde ich sagen... Wir buddeln uns mal hier quer durch. Oh, ist das angenehm mit einer Eisenschippe. Dann können wir das hier noch abgruppen. So, das können wir direkt wieder zum Füllen nehmen. Und wir nehmen zu Wege. Mal gucken, wie weit ich das hier überhaupt auffüllen kann. So. Ja, ich weiß. Ich hätte natürlich auch nur unten auffüllen können. Also nur oben, dann wäre es nicht so aufgefallen. Und warum bin ich immer so nervös, wenn was trappelt? Irgendwie Nintendo geschädigt. Alle Gegner sind böse. Hier ist es ja auch so. So, jetzt haben wir hier schon. Ich werde eine Eisenspitzhacke bauen, wenn wir schon so viel Eisen auf einen Hieb gefunden haben. Und dann bauen wir mal die Kristalle hier ab. Und dann haben wir die schon mal. Dann haben wir die schon mal los. Dass die Kristalle nicht natürlich wieder so im Platzen, dass sie nicht abgebaut werden können, ist natürlich clever gelöst, muss ich mal sagen. Ne? So, das gefällt mir nicht. So sieht es besser aus. Dann würde ich sagen, der kann stehen bleiben, der kann stehen bleiben. Hier könnte man ja auch direkt ein Haus reinbauen. Oder oben drauf oder dazwischen oder so. Erde, das ist jetzt nicht so viel. Ja, bitte. Wer trappelt? Da, noch ein Schaf und eine Kuh. Sehr schön. Kuh, komm mal her. Jo. Hallo, bleib stehen.
Danke. Oh. Der Eimer war nicht angepasst. Oh, wie schrecklich. Na, das machen wir noch. Bei Gelegenheit. Scharf. Was ist das hier? Hi. Sorry. Ich glaube, das ist Dschungelgras. Ja, ich weiß, ich kenne meine eigene Textur nicht. Aber ich meine, es ist Dschungelgras. Wir bauen ein Zuhause. Wir bauen ein Zuhause. Weiter geht's. So. Nehme ich die Kohle noch raus? Ja, die nehme ich noch raus. Aber eigentlich möchte ich hier erstmal ein bisschen Fläche schaffen, dass wir Häuschen bauen können. Kriegen wir noch hin, denke ich mal. So, und die Minimap habe ich schon wieder vergessen, obwohl ich die doch so schön finde. So, jetzt habe ich ein bisschen zu viel geklickt. So. Ja, sammle ich die um oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch ein Eisen. Gut, oben ist der Ofen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hoch, brennen das restliche Eisen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir die Kristalle hier so ein bisschen aus dem Weg kriegen. Gehst du da hoch? So, ein Bett können wir uns auch machen. Mit Shift gedrückt halten kann man übrigens die Sachen jetzt ganz bequem in der Kiste legen. Finde ich eine schöne Neuerung. So, alles hoch. So. Fackeln behalte ich bei mir. Das Fleisch kann auch weg. So. Dann nehmen wir noch die Kohle raus. Hier ist keine mehr drin. Ach, wir haben hier 4 Eisen. Wunderbar. Kiste. Habe ich hier irgendwas Unnützes? Ja, ein bisschen das. Aber das lohnt sich nicht zu verbrennen, ganz ehrlich. Was ich bräuchte, wäre ein bisschen Farbe für ein Bett, ne? Davon ein Bett craften können. Hier fangt schon mal an. Dann gibt mal ein Stückchen Kohle her. So, hat sich jetzt echt gelohnt, ne? Wir brauchen Farbe, Farbe, Farbe. Am liebsten hätte ich natürlich blaue Wolle. Schlicht und ergreifend, blau ist meine Lieblingsfarbe. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir Farbe finden. Und die beiden Bäume müssen weg. So leid es mir tut, die müssen weg. Farbe zu gründen. Ja doch, was essen könnte ich auch. Orange geht natürlich auch, sieht auch nicht schlecht aus. Was ist das hier? Glaube, das sind Himbeeren. Ja, glaube, das war so. Und da sind Blaubeeren. Oho. Aber ich glaube, Klamotten für Anbau suchen, das können wir auch später noch machen. Hier ist Blaufarbe. Haha, schon gefunden, mehr brauche ich nicht. Weiß ist natürlich auch mal ganz schön. Kann man mit. Die können wir vielleicht noch ein bisschen aussehen. Irgendwo. Aussehen irgendwo, also einen kleinen Garten anlegen, wo sich Blumen vermehren können. Ganz einfach, dass man immer nachwachsende Farbe hat, sozusagen. Und dass das Wasser jetzt hier gerade so rumzickt, gefällt mir nicht. Hallo? Ach nee, mit Linksklick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. So. Ja, das geht doch schon. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Spitzhacke, jetzt können wir uns auch eine Spitzhacke leisten, wenn wir denn noch Holz hätten. Aber wir wollten ja sowieso den hier umklöppeln, weil es sein muss. Und Erde auffüllen, ich habe noch ganz schön viel vor, stell ich fest. Und habe ich schon keine Erde mehr? Ach, ich habe alles in eine Kiste getan, ich Schlaukopf. So. Hier ist meine ganze Erde. Herkommen. Und herkommen. Und dann brauche ich
ein bisschen Holz. Die Leiter kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Das auch, das auch, das auch, das auch. Die Blume brauche ich gleich noch, den Eimer wieder wegpacken. So, und dann, och, es wird schon wieder Nacht, das ist ja doof. Und die Folge ist schon wieder fast zu Ende, das ist auch doof. Ich habe gerade so viel Spaß hier. Naja, egal, wir bauen uns jetzt auf jeden Fall noch ein Bett. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie. Lass uns doch mal gucken. Nein, ich will ja ein blaues Bett, also muss ich unter Home Decor Scheiß gucken. Blaues Bett. Zwei Stöckchen, blaue Wolle, weiße Wolle, zwei Holz. Ja, das ist nicht so schwer. So. Ja, ich weiß, ich könnte mir die Sachen direkt ins Inventar legen. Aber tue ich jetzt mal nicht so. Eins, zwei. So, weiß. Blau. Holz. War das so? Und Stöckchen, ne? Ah, Stöckchen habe ich natürlich wieder nicht. Oh Mann. Oder habe ich die weggepackt? Ja, ich habe die weggepackt, die Schlaukopf. So. Stöckchen. Holz. Ach, wunderbar. So, dann haben wir sogar noch eine Wolle über. Für was auch immer. So, dann haben wir hier zumindest schon mal unser Bettchen. Ja. Das stellen wir jetzt ganz blöderweise hier hin, weil anders haben wir hier keinen Platz. Und ja, das war's. Ich würde sagen, auch wenn ich gerade nichts sehe, sicher ist sicher, ich werde mal kurz die Nacht überspringen. Und dann machen wir weiter. Ich fürchte mal, dann müssen wir uns verabschieden. So, Nacht übersprungen, wunderbar. Gehst du runter? Danke. Hallo, ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. So, ich würde sagen, wir klöpfen die Bäume um, machen weitestgehend die Steine hier raus, füllen das wieder auf mit Erde und dann haben wir es schon richtig schön hier. Und ich wollte immer noch Spitzhacke machen. So, dann haben wir noch einmal für eine Schaufel über. Ach, ich denke mal, das sind Schafe oder sowas. Weil... Ja, Schaf. Hi Schaf. Also Wolle haben wir, glaube ich, auch kein Problem, weil hier dauernd scheinbar Schafe nachgespawnt werden. So, und wir haben diese Kristalle, ey, das finde ich ja göttlich. Wir müssen jetzt nicht alle abfarmen, aber so, dass wir hier unser Haus hinstellen können, dass die nicht im Wege sind. Und außerdem rennen wir nicht dauernd gegen und nehmen Schaden. Von daher... So, den noch. Ich denke, das ist okay so. So können wir, damit kann ich leben. Was wir mit den Kristallen anfangen, das sehen wir dann. Und, ach guck mal an, das wird blaue Erde mit der Zeit. Hier ist es noch grün. Ja, lass dich überraschen. Mal sehen, wie es nachher aussieht hier. Dann würde ich sagen, für heute war es das mal wieder. Tut mir leid. Die Zeit ist um, weil ich habe zwar jetzt noch 2 Minuten, aber ihr seht ja selber, das dauert länger hier. Und das Holz sieht übrigens richtig schön aus. Ich glaube, daraus werden wir unser Dach machen. Zack, zack, ja. Gucken. Funktioniert leider nicht mit Kreissäge, soweit ich das in Erinnerung habe. So, einmal da hoch, hopp. So, dann bauen wir es treppenartig nach oben, würde ich sagen. Dann brauchen wir nicht. Ich habe so viel Spaß, ich würde so gern weiterspielen, aber die halbe Stunde ist voll. Deswegen würde ich sagen, ich drücke mal ganz freundlich F7. So, ja, genau. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.